Ja, moin zusammen, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ihr habt ja wahrscheinlich diese E-Auto-Hexenjagd anlässlich des Brandes der Fremantle Highway mitbekommen, dass die Elektroautos an diesem Feuer schuld sind, was sich jetzt im Nachhinein als Lüge oder Falschmeldung oder Medienhysterie herausgestellt hat. Und wir wollen heute mal über das Thema Feuergefährlichkeit von Elektroautos sprechen. Das mache ich nicht alleine. Nein, neben mir seht ihr nämlich den Tom, den kennt ihr vielleicht, Tom Bötticher vom Kanal Dr. Wissenschaft. Das wird ein mega spannendes Thema, also unbedingt dranbleiben. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Hallo Tom, schön, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich eben vor, weil nicht jeder meiner Zuschauer kennt dich. Yes. Hi Jens, danke für die Einladung. Genau, ich bin Tom. Ich bin Chemiker, arbeite schon seit mehreren Jahren in der Akkuforschung und erzähle darüber auch auf meinem YouTube-Kanal. Genau, Stichwort YouTube-Kanal. Du hast ja einen eigenen Kanal. Früher hieß er Dr. Wissenschaft, jetzt heißt er Tom Bötticher. Was machst du da auf dem Kanal? Genau, also ganz einfach gesagt, ich habe viele Dinge in der Batterieforschung gelernt, die in der, sage ich mal, populärwissenschaftlichen Welt oder auch in Nachrichtenartikeln falsch dargestellt werden. Und ich hatte einfach die Idee, okay, vielleicht setzt sich mal jemand aus der Forschung vor die Kamera und erklärt das alles so ein bisschen tiefer slash richtiger. Genau, und das wollen wir heute natürlich auch machen. Du hast ja selber mitbekommen, dass da in diesen Medien sehr, sehr schnell so eine Vorverurteilung stattgefunden hat. Und es waren eigentlich von vornherein die E-Autos schuld, die auf dem Schiff waren. Jetzt ist halt die Frage, auf so einem Schiff, wenn da jetzt 3.000, 4.000 Autos sind, bei der Fremantle Highway waren es irgendwie 3.800 Autos insgesamt. Also es war Porsche, BMW, Mercedes dabei. Also die Luxuslimousinen sozusagen, Rolls-Royce gab es auch. Und es gab eben jetzt 498 E-Autos davon. Was muss denn jetzt eigentlich passieren, damit auf so einem Frachter so ein Auto überhaupt in Brand geraten kann? Also speziell jetzt mal ein E-Auto. Genau, also ich würde das mal so in zwei Szenarien unterteilen. Erstmal, der Brand entsteht irgendwie von außen. Das heißt, irgendwie irgendwas Benachbartes brennt und das geht aufs E-Auto über. Das ist natürlich eine Möglichkeit, was passiert. Oder im Straßenverkehr, vielleicht kann es auch irgendwie auf dem Schiff passieren, dass das Auto beschädigt wird, der Akku wird eingedrückt und die Akkuzellen nehmen irgendwie Schaden. So, das ist eine Möglichkeit. Ne? Und dann gibt es noch die zweite Möglichkeit, die ist, ich sag mal, ein bisschen tückischer. Da kann es eben passieren, dass intern ein Fehler im Akku auftritt. Das kann zwei Gründe haben, zum Beispiel, dass der Akku quasi elektrisch missbraucht wird, das heißt, er wird viel zu schnell geladen, oder etwa ein Baufehler tritt auf, dass zum Beispiel die Akkumaße zu klein sind oder die Separatoren, die den Minuspol und den Pluspol auseinanderhalten sollen, zu klein sind. Das war zum Beispiel damals der Fall bei dem Galaxy Note 7 von Samsung, was auch durch die Medien gegeistert ist. Sowas kann auch bei Autos passieren. Genau, das sind diese zwei Gründe, aber um das nochmal dazu zu erwähnen, wenn ein Akku vernünftig gebaut ist, dann geht er nicht durch magische Art und Weise in Flammen auf. Also spontane Entzündung von so einem E-Auto oder das Auto explodiert plötzlich, sowas kann es nicht geben? Wenn ein Akku aus der Fabrik kommt und der ist ganz normal abgenommen und so gebaut, wie er gebaut werden sein sollte, dann, wie gesagt, fängt er nicht auf einmal Feuer aus dem Nichts. Wenn man sich mal ein bisschen mit der Thematik beschäftigt, gerade auch was die Versicherung angeht, da habe ich letztens einen Artikel gelesen, dass die Versicherer auch behaupten, dass diese Brände auf diesen Autocarriern so langsam immer häufiger werden. Das liegt aber tatsächlich gar nicht an E-Autos. Wenn man sich mal damit beschäftigt, in den letzten 5 Jahren ist es so, dass die Brände, da gab es also so 8 bis 10 Carrier, die gebrannt haben, die teilweise auch gesunken sind, unter anderem dann auch sehr schwere Umweltverschmutzung erzeugt haben. Das waren bisher alles Autocarrier mit Verbrennern. Und was mich dann auch wieder so ein bisschen nervt, ist natürlich klar, dass darüber so gut wie nie jemand spricht. Aber sobald auf so einem Carrier mal so ein paar E-Autos stehen und der dann brennt, dann heißt es gleich, oh, diese bösen E-Autos, selbst wenn die nicht mal schuld an dem Brand sind. Und das ist eben die zweite Frage jetzt. Also weißt du, wie zum Beispiel die Sicherheitsvorkehrungen bei so einem Autofrachter sind, wenn da jetzt Autos verladen werden? Es sind ja Tausende, also 4.000, 5.000 Autos passen ja auf so einem Carrier drauf. Und gerade auch bei Benzinern ist es ja so, dass die natürlich auch Benzin oder Diesel im Tank haben und das ist auch nicht nur 1 Liter oder so, sondern in der Regel fahren die mit so einem viertelvollen Tank auf das Schiff und das sind dann pro Auto locker mal 20, 25 Liter und bei 4.000 Autos, das rechnet man sich mal hoch, wie viel Tanklaster mit Sprit da auf dem Frachter lagern.
Also ist auch klar, dass das natürlich gefährlich ist und das gilt natürlich dann für Akkus auch. Aber gibt es irgendwie eine Lösung, um so einen Akku möglichst brandsicher zu machen? Also jetzt habe ich gerade sehr, sehr viele Punkte im Kopf, die muss ich erstmal nacheinander abarbeiten. Und zwar zu dieser erhöhten Gefahr durch Lithium-Ionen-Akkus. Wenn man sich die Berichte von diesen Reedereien oder von Instituten wie Schifffahrtinstituten oder so durchliest, dann heißt es tatsächlich immer, ja, wir haben hier eine erhöhte Gefahr durch Lithium-Ionen-Akkus. Und dann überträgt man das sozusagen einfach aufs E-Auto. Aber der Unterschied ist ein Risiker, denn die kleinen Akkus, die kannst du falsch deklarieren und zum Beispiel zuhauf in einen Container packen und dann beispielsweise als Computer-Hardware deklarieren, falsch deklarieren. Dadurch sparst du Geld dadurch ist es tatsächlich schon gekommen, dass solche Container in Brand geraten sind und keiner wusste, was drin ist. Bei einem Auto hingegen ist es natürlich sehr offensichtlich, dass die eigentlich nicht falsch deklariert werden können, weil ich meine, es ist ein Auto. Kann man wohl schlecht irgendwie in einem Container verstecken. Ja, das ist der erste Punkt. Das heißt, mit dem E-Auto ist es nochmal eine andere Sache. Auch wenn E-Autos in der Theorie natürlich viel mehr Akkuzellen geladen haben und viel mehr Energie speichern, das heißt, das potenzielle Risiko höher ist, aber wenn es richtig behandelt wird und wenn man richtig mit den Autos umgeht, dann ist das Risiko nicht mehr so hoch. Ja, und dadurch kommen wir zu deiner letzten Frage, die du eben gestellt hast. Und zwar, welche Möglichkeiten gibt es denn eigentlich, das Ganze sicherer zu machen? Es ist so, dass die Energie, die bei einem Akkubrand hervorgerufen werden kann, natürlich auch mit dem Ladungszustand der Akkus einhergeht. Das heißt, wenn du einen Akku hast, der überhaupt nicht aufgeladen ist, dann ist das Risiko, dass der spontan mal in Flammen aufgeht, quasi gegen null. Wenn du aber einen Akku hast, der 100% aufgeladen ist, dann ist das Risiko zwar immer noch gering, wie gesagt, wenn ein Akku richtig gebaut ist, sollte der nicht in Flammen aufgehen, aber wenn dann doch mal was passiert, dann sind die Schäden immenser. Das heißt, was ist die Lösung? Naja, es müssen einheitliche Regeln her, die sagen, unsere Akkus von E-Autos dürfen nur zu einer ganz bestimmten Prozentzahl aufgeladen sein. Und dann gibt es tatsächlich die Europäische Agentur für Seefahrtssicherheit und die sagt auch, wenn Akkus nur bis 30% geladen werden von E-Autos, dann ist das Risiko dieser spontanen Selbstentzündung oder eines Brandes im Allgemeinen so gut wie null. Also viele Politiker, zum Beispiel auch einer aus Bremen, hat gefordert, dass Elektroautos dann in Zukunft einfach als Gefahrgut deklariert werden müssen, damit das Ganze irgendwie eine besondere Sicherheitsbeachtung empfindet. Ist das nicht schon so? Werden die nicht sowieso schon auf diesen Schiffen als Gefahrgut behandelt, auch die Verbrenner? Ja, ganz genau. Also die sind so schon Gefahrengut, die sind auch schon in der höchsten Klasse, Klasse 9. Also das kann nicht mehr höher eingestuft werden. Das gilt auch für Verbrenner. Ich glaube wirklich, dass das Problem, was wir hier haben, nicht ist, dass E-Autos häufiger brennen oder dass von ihnen eine höhere Gefahr, sage ich mal, direkt ausgeht, sondern dass man schlechter auf die Brandbekämpfung vorbereitet ist. Und das zeigt sich eben ganz deutlich daran, dass viele Reedereien zum Beispiel noch auf diese alten CO2-Löschanlagen setzen. Und wenn du ein E-Auto löschen willst, dann bringt CO2 nicht so viel, denn mit CO2 erstickt man eine Flamme, aber ein E-Auto-Akku enthält Phosphate oder Oxide und das sind eben Sauerstoffverbindungen, das heißt, der kann sich auch von innen schon mit Sauerstoff ernähren. Das heißt, die Lösung ist, erstens, wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, geringerer Ladungszustand, damit das Risiko gesenkt wird, aber auch, wenn es dann mal zum Brandfall kommt, dass die Löschsysteme eben geändert werden. Du sagtest gerade, dass diese CO2-Löschanlagen irgendwie veraltete Technik sind. Ist das nicht State of the Art? Ich meine, mit CO2, da kann man doch normalerweise jede Flamme ersticken. Das muss doch dann das Modernste vom Modernsten sein. Sprinkleranlagen kann ich mir nicht vorstellen, dass die bei einem Akkubrand groß helfen. Doch, ist schon möglich. Also wenn du Sprinkleranlagen benutzt, die so einen feinen Nebel quasi aussprühen, der sehr effektiv kühlt, dann schaffst du es, den Brand in einem Akku quasi niedrig zu halten. Denn wenn du kühlst und der Akku kann sehr viel Wärme abgeben, dann ist die Gefahr relativ niedrig im Akku selbst. Und natürlich hast du immer den Vorteil, auch mit Wasser, dass du notfalls auch Brände ersticken kannst, die erst dazu führen, dass die Akkus brennen. Ja, also noch bevor der Akku brennt, kannst du damit ja auch schon Brände ersticken. Also ich denke mal, es ist einfach sinnvoll, irgendwie eine Brandschutzmaßnahme zu verwenden, die bei allen Technologien hilft. Und ich meine, Lithium-Ionen-Akkus, ob wir jetzt E-Autos haben oder nicht, die werden trotzdem auf Frachtern transportiert, sonst würden wir keine Handys mehr haben. Also von daher hätte man sich da vielleicht vorher schon ein bisschen Gedanken drüber machen sollen.
Trotzdem ist ja nach wie vor der Gedanke sehr weit verbreitet, dass diese Akkus in den Autos unheimlich brandgefährlich sind. Wenn du dir jetzt aber mal die Versicherungsstatistiken anguckst, auch gerade was den Autoverkehr angeht, dann auch gerade was der ADAC sagt, und wenn man das alles mal kombiniert, dieses Gesamtbild, also Autoakkus von Elektroautos, die brennen im Prinzip 4 bis 5 Mal seltener laut aktueller Datenlage als zum Beispiel Verbrenner. Also die wenigsten wissen, dass in Deutschland zum Beispiel fast 40 Verbrenner pro Tag in Flammen aufgehen. Und das ist schon eine Riesenanzahl. Bloß darüber hört man natürlich nichts. Aber sobald irgendwo ein E-Auto im Spiel ist, dann wird das Ganze natürlich irgendwie in die Medien gebracht. Und dann ist das aus irgendeinem Grund eine Riesennachricht. Was man noch dazu sagen muss, ist, relativ zu der Gesamtanzahl brennen sie sogar seltener. Ne? Nicht nur so seltener, falls das jetzt jemand falsch verstanden hat. Aber trotzdem steht fest, es gibt keine Statistik, die irgendwie vermuten lässt, dass E-Autos häufiger brennen. Und ich denke mal, das ist das Wichtige wirklich. Die Frage ist ja die, wenn im Straßenverkehr schon laut aktueller Datenlage so ein Elektroauto 4 bis 5 Mal seltener in Flammen aufgeht als ein Verbrenner. Und wenn ich jetzt die Elektroautos in diesen Autocarriern transportiere durch die ganze Welt mit Tausenden von Autos an Bord, und dann gilt ja im Prinzip diese Datenlage dort auch. Das heißt, so ein Elektroauto brennt 4 bis 5 Mal seltener als ein Verbrenner. Und wir haben ja gerade gesehen, in den letzten 5 Jahren sind auch 8 bis 10 Carrier in Flammen aufgegangen bzw. gesunken, wo nur Verbrenner drauf waren. Das müsste doch eigentlich im Umkehrschluss bedeuten, dass es eigentlich sicherer ist, Elektroautos statt Verbrenner auf solchen Schiffen zu transportieren, weil sie einfach seltener brennen. Erstmal, ich würde sogar fast sagen, es ist noch seltener als bei den Statistiken auf den Straßen. Denn auf den Straßen hast du normalerweise sehr stark aufgeladene Elektroautos, wobei du auf Schiffen eben die Möglichkeit hast, sie zumindest in geringen Ladezuständen zu transportieren. Das heißt, das Risiko wäre noch geringer. Allerdings, wenn es dann zum Brand kommt und wie gesagt, die Crews sind schlechter ausgebildet oder schlechter vorbereitet auf solche Brände, dann kann das auch ein höheres Risiko sein. Die Frage ist, muss es ein höheres Risiko sein? Und darauf ist die Antwort nein. Also ich sag mal, früher, wo Postkutschen gelöscht werden mussten, weil irgendwie einer mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen ist und die in Flammen aufging, war es sicherlich auch viel einfacher, als irgendwann die Benzinkutschen zu löschen. Da mussten die Feuerwehren sich halt umstellen. Und genauso ist es jetzt auch mit so einem Elektroauto, was einen Lithium-Ionen-Akku an Bord hat. Da muss man sich eben umstellen, wenn so ein Ding mal brennt, was sehr selten vorkommt. Aber wenn es mal vorkommt, dann muss man die Löschmethoden entsprechend anpassen. Und dieser Lernvorgang, habe ich gerade den Eindruck, muss noch stattfinden. Bei einigen ist er schon in vollem Gange. Aber so mal eben mit dem Schlauch draufhalten und dann ist der Brand weg und wieder weggehen, das ist halt nicht, weil diese Brände von Akkus verlaufen ja doch deutlich anders als zum Beispiel von so einem normalen Benzinauto. Weil, vielleicht kannst du das mal erklären, wenn so ein Akku im Prinzip theoretisch gelöscht ist, ist er trotzdem noch gefährlich. Warum eigentlich? Genau, warum eigentlich? Also, bei einem Benzinbrand ist ein klassisches Feuer, wie man das irgendwie, sag ich mal, aus dem Alltag kennt. Du erstickst es, dann ist es aus, Sauerstoffzufuhr ist weg und es gibt keine Energie mehr, die das Feuer entfacht. Bei Akkus hingegen ist es so, wenn man erstmal eine bestimmte Temperatur erreicht hat, dann zersetzen sich die Akkumaterialien. Und das Blöde ist, dass diese Zersetzung von den Akkumaterialien wiederum eine wärmefreisetzende Reaktion ist. Und so geht es quasi immer weiter, dass sich Dinge im Akku zersetzen, die Temperatur geht höher und so weiter, bis dann irgendwann sogar bei sehr hohen Temperaturen diese Oxide im Pluspol anfangen, sich quasi zu zersetzen und dann wird auch noch Sauerstoff frei und dann ist noch mehr Energie im Spiel. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn das Feuer mal gelöscht ist, kann es immer noch sein, dass dort Zersetzungsreaktionen stattfinden, die Wärme entfachen. Und wenn ein Akku nicht genug Wärme abgeben kann, sondern die Hitze im Akku steigt, dann gibt es eben dieses Potenzial, dass der Akkubrand sich nochmal entfacht. Gibt es denn, was diese Akkutypen angeht, wir haben ja auch bei Autos verschiedene Typen, also diese NMC-Zellen oder LFP-Zellen, gibt es da große Unterschiede, was die Brandsicherheit angeht eigentlich? Genau, die Materialien unterscheiden sich ein bisschen. Die LFP-Akkus unterscheiden sich vor allem daher, dass sie später zu dieser Zersetzung führen und dass die Energie, die bei der Zersetzung entsteht, niedriger ist. Also kurz gesagt, die sind sicherer, kann man so sagen. Die sogenannten Feststoffakkus, Solid State, was ja immer wieder so ein bisschen als der heilige Gral angekündigt wird, sowohl was Energiedichte angeht, als auch Speicherkapazität und auch Sicherheit. Da gibt es ja noch keine, die in Serienproduktion irgendwo in E-Autos eingesetzt werden. Angekündigt sind sie ja nun schon seit Jahren, immer wieder sollen sie nächstes Jahr kommen.
Das ist jetzt ein paar Jahre her und bis jetzt ist immer noch nichts zu sehen. Aber nehmen wir mal an, sie kommen. Sind dann jetzt Feststoffakkus da die komplette Lösung? Weil letztendlich wird ja auch Energie drin gespeichert. Nur es gibt halt keinen flüssigen Elektrolyten mehr. Ich habe darüber ein komplettes Video gemacht. Und der Grund dafür ist, die Sache ist kompliziert. Es wird oft gesagt, sie sind sicherer. Und sie sind sicherer in der Hinsicht, dass wenn sie abbrennen, weniger Energie entsteht. Das stimmt. Obwohl sie mehr Energie speichern. Aber es gibt trotzdem potenzielle Gefahren in diesen Feststoffakkus, die dazu führen können, dass sie in Flammen aufgehen. Das sind zum Beispiel diese Dendrite. Man sagt immer, ja, bei Feststoffakkus kann das ja nicht mal passieren. Doch, das kann trotzdem passieren. Gibt es viele Studien zu. Und das wissen wir auch aus Erfahrung aus dem Labor. Das heißt, ich würde nicht unbedingt sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Brand entsteht, bei Feststoffakkus niedriger ist. Aber wenn er entsteht, kann man damit rechnen, dass es ein bisschen weniger Hitze abgibt. Aber um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass das so den großen Unterschied macht. Denn die Hauptquelle von Hitze bei Autos und der Grund, warum sie in den letzten Jahren bei Bränden immer mehr Wärme abgeben, ist vor allem das ganze verbaute Plastik oder so. Das kommt gar nicht wirklich auf den Antriebsstrang an. Das ist auch eine sehr interessante Sache, die ich herausfinden konnte. Okay, wir haben jetzt viel darüber geredet, dass so ein Akku auch brennen kann, aber wir haben auch darüber geredet, dass es doch relativ selten ist und eigentlich deutlich seltener als bei anderen Antriebstechniken. Nur in der Bevölkerung ist dieses Bild natürlich so noch nicht angekommen. Ist es denn jetzt aus deiner Sicht wirklich unsicher, mit einem Elektroauto auf so einen Frachter zu fahren oder so ein Elektroauto im Straßenverkehr zu bewegen? Oder ist es nicht doch eher sicherer als mit einem Verbrenner? Wie siehst du das? Also erstmal, nein, niemand muss mehr Angst haben, in ein E-Auto zu steigen als in Verbrenner. Denn wie du gerade schon gesagt hast, auch die Versicherungen, und die müssen es wissen, weil die brauchen mehr oder die wollen mehr Geld haben, wenn E-Autos häufiger brennen würden. Die sagen auch alle, nein, das fällt uns überhaupt nicht auf in den Unfallstatistiken. Von daher, am Ende ist es wirklich eine Frage der Umgewöhnung und man kann nicht damit rechnen, dass man eine komplett andere Technologie nimmt, dann aber die gleichen Sicherheitsvorschriften nimmt, die gleichen Brandsicherheitsvorschriften. Ja, natürlich nicht, das muss sich dann auch ein bisschen mit ändern. Und wenn das passiert, dann ist die Gefahr nicht höher und dann muss man sich über dieses ganze Thema auch nicht mehr so viel Sorgen machen. Gut, das ist also die Einschätzung vom Akkuforscher. Tom, danke dir. Übrigens, es ist trotzdem immer noch so, und ich glaube, das wird auch noch lange so bleiben, dass gerade auch in den Medien E-Autos immer eine besondere Beachtung empfinden. Also wie wir gesehen haben, Tom, sind Elektroautos nicht gefährlicher als Verbrenner, gerade zumindest nicht, was die Brandgefahr angeht. Klar, sie sind anders zu löschen, wenn sie denn mal brennen. Es ist aber alles in den Griff zu kriegen, man muss es nur wissen, wie. Und die Lösungen gibt es ja. Jetzt aber mal Butter bei die Fische, Tom. Wie hast du denn nicht bei dieser ganzen Medienberichterstattung dir irgendwann mal gedacht, Mann, Leute, redet doch nicht immer davon, dass die Elektroautos die Brandursache sind, bevor ihr überhaupt wisst, was Sache ist? Weil es gab ja überhaupt keine Beweise. Es wurde einfach behauptet. Genau das. Und es wurde häufiger, glaube ich, das E-Auto in der Überschrift verwendet als das aufsaufende Schweröl. Das ist ja der Tenor gewesen, dass die E-Autos die Umweltkatastrophe verursachen und nicht das Schweröl. Genau, also ich denke mal, es wurde mehr über die Ursache geschrieben, die nicht bekannt war, als über die mögliche Folge, die bekannt war. Wobei, viele haben es auch geschrieben, aber ich fand, das E-Auto war ab und zu häufig in den Headlines, obwohl eben von Anfang an noch gar nicht feststand, was überhaupt die Brandursache war. Ja, das Problem ist ja, dass diese Geschichte jetzt irgendwie als Frachterbrand, der von E-Autos verursacht wurde, in Erinnerung bleiben wird, obwohl dort kein einziges E-Auto gebrannt hat. Das ist halt das Traurige dabei. Also wenn sich das am Ende herausstellt, dann würde ich mir eigentlich eine Entschuldigung oder eine große Headline von den etablierten Nachrichtensendern, die das vorher gesendet haben, wünschen. Ja, das findest du ja nicht. Die Überschriften sind ja mittlerweile so klein, nachdem sie vorher so groß waren. Was mich noch mehr fuchst, ich habe letztens, vor 2 Tagen war es, glaube ich, erst wieder bei tagesschau.de, wieder einen Bericht gelesen. Also sie zitieren das Bergungsunternehmen, Zitat, wir haben Angst, die E-Autos zu bergen, weil sie sich ja wieder entzünden könnten. So, ne? Also nach dem Motto, was kann sich denn wieder entzünden, was sich überhaupt nicht entzündet hat? Und das schreiben sie dann wieder unter tagesschau.de, ne? Ich meine, klar, es gibt eine gewisse Temperatur im Schiff, ist klar, weil es sehr heiß war. Teilweise sind die Autos ja oben mit dem Metall des Schiffs verschmolzen. Also es muss richtig heiß gewesen sein. Und dass natürlich unten in den unteren Decks die Temperaturen sicherlich auch irgendwie 100, 200 Grad noch sein können,
Ja, ich stelle mir jetzt gerade vor, es wäre unten irgendwie 500 Wasserstoffautos gelagert. Ich glaube, dann würde ich echt Fersengeld geben. Ne? Ich meine, das wäre mir dann ein bisschen zu gefährlich. Darum. Das könnte in der Theorie ein größeres Problem sein, je nachdem, für wie viel Druck die Tanks ausgelegt sind. Ne? Ja, Leute, das war unser gemeinsames Video zum Thema Brandgefahr von E-Autos beziehungsweise dieses Thema Fremantle Highway und wie das einzuschätzen ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben und vergesst nicht, den Kanal von Tom Bötticher mal zu besuchen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Tom, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke, Jens, für die Einladung. Macht's gut. Bis dahin, macht's gut. Ciao.